Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz, und zwar diesmal The Bonfire 2 Uncharted Shores, was am 21. August auf Steam erscheinen wird. Das Ganze von Sigma Games, die mir hier auch den Key zur Verfügung gestellt haben, und es ist ein City Builder bzw. ein Survival-Spiel mit Strategieelementen. Es gab einen ersten Teil, der hat auf Steam so 6,59 € gekostet. Was der zweite Teil kostet, weiß ich nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es in einem ähnlichen Preisbereich liegen wird. Hat eine schöne Low-Polygon-Grafik, und bevor wir lang schnacken, starten wir ein neues Spiel und schauen uns das schön gemachte Intro hier an. Tapferer Forscher. Überlebender der verschollenen See. Benutze die uralte Weisheit. Mache den alten Mönch im Turm ausfindig. Ein entfernter Sturm nähert sich. Angeheizt durch die Tyrannei von Necron. Oje, das Boot geht unter. Es wird schwierig werden. In der Tat schwierig, wenn man im Sturm hier kentert. Gib die Hoffnung nicht auf. Finde das Land und entzünde das Feuer. So, wir werden anscheinend beobachtet. Bringen das Licht an die unbekannten Ufer. Das wird wohl der alte Mann sein. Und wir wurden anscheinend durch die Glaskugel beobachtet. So, da sind wir angelandet. Da sind wir auch schon. Die Umgebung hier wird immer prozedural generiert. Wir haben hier einen See, wo wir fischen können. Steine wahrscheinlich, um abzubauen. Am Anfang soll man ein Lagerfeuer bauen. Ich habe schon mal reingespielt bis Tag 11. Deswegen werde ich jetzt das Lagerfeuer relativ hoch setzen. Also hoch heißt hier oben am Waldrand. Denn es ist so, dass man hier nachts Wachen aufstellen muss, weil Monster aus dem Wald hier oben rauskommen, die man verteidigen muss. Und wenn man am Anfang nicht genügend Häuser hat, dann ist es so, dass die Leute am Feuer schlafen und die Wachen, die euch verteidigen müssen in der Nacht, kämpfen halt. Und sobald die Monster kommen, flüchten alle die, die am Feuer schlafen, in den Wald, und da sind sie sicher. Und wenn der Weg halt relativ lang ist, ne, dann ist blöd. So, wir können unser Land benennen. Wir nennen es natürlich Synapsia. Und wir sollen ein Jagdschloss erinnern. Ich überlege, ob ich das hier an den Waldrand setze. Weil hier kommt der Fischer noch hin. Ich setze es hier hin, dass man noch vorbeikommt. Also das Spiel spielt sich relativ langsam. Also ich muss sagen, dass ich es im Angezockte bzw. im Spielen, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, da gibt es so einen Fast-Forward-Modus. Den kann man, glaube ich, ab einer gewissen Zeit einschalten. Im Moment geht es noch nicht. Kannst mal probieren. Gibt hier irgendwie Zeitraffer? Nee, ist noch nicht da. Okay, warten wir mal ab. Vielleicht hier unten erscheinen normalerweise drei Knöpfe, wo man das Spiel dann auch pausieren kann und alles. Und damit kann man das Ganze ein bisschen beschleunigen. So, jetzt sollen wir dem Jagdschloss einen Jäger zuordnen. Und da hat jemand gebrochene Knochen. Okay, das ist schon mal blöd. Das sieht nach einem Fischer aus. Ich nehme mal hier den Starken. Wobei, den Starke kann gut tragen. Ja, ich nehme ihn hier als Jäger. Und schauen, haut er das arme Reh um. Beziehungsweise sieht das aus wie ein Geißbock oder sowas. Ne, wie heißt das? Ist das Okapi? Wie heißen denn die Dinger? In Afrika unten. Ne, Okapi war diese Mischung aus Zebra und so weiter. Ich weiß es nicht. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Mit den spitzen Hörnern. So, wir sollen was weiteres bauen. Denn wir sollen zum Beispiel Hütten bauen. Da sind die sicher. Und dann flüchten die nämlich auch nicht in den Wald. Deswegen würde ich jetzt hier mal anfangen, Hütten hinzusetzen. Können wir mit Shift irgendwie mehrere bauen? Ne. Aber es dauert sowieso eine Zeit lang. Hier unten rechts habt ihr die Anzeige für Tag und Nacht. Und sobald hier praktisch die Nacht, also beziehungsweise die Spitze erreicht ist, ist hier auch Nacht. Und dann haben wir schon mal zwei Bewohner, die sicher
schlafen können. Wir sollen auch noch eine Holzfällerhütte bauen. Damit würde es schneller gehen, das Holz ranzuschaffen. Aber ich nutze jetzt erstmal die freien Arbeitskräfte, damit wir möglichst schnell Hütten bekommen, damit die nämlich in der Nacht nicht draußen pennen müssen. Na, das wird nicht ganz reichen, dass das fertig wird. Jetzt ist gleich hier der Fortschritt auf 6 Uhr. So. Tippe auf die Lage von euch. Jetzt müssen wir die Wache zuordnen. Jetzt bin ich überlegen, wen wir da nehmen. Den mit gebrochenen Knochen? Hm. Ich nehme ihn mal mit Stärke. Weil ich einfach davon ausgehe, dass Stärke besser ist im Kampf. So, die knien jetzt alle am Feuer und er hält Wache mit seiner Fackel. Wir warten mal ab. Ich kann mal gucken, ob wir einen Zeitraffer jetzt reinkriegen. Ne, noch nicht. Das von hinten irgendwie eingeschaltet. Da waren dann hier unten solche vier Knöpfe zum Beschleunigen. Oh oh, da knurrt irgendwas. Wir brauchen mehr Hütten, Zeit zu schlafen. Okay. Wir können übrigens auch die Spieler hier oben benennen. Ne? Wir können hier oben den... Könnten wir sie jetzt umbenennen. Oh, oh, jetzt geht's ab. Da kommt der böse Wolf. Oder bedeutet das Knochensymbol eventuell, dass er so ein Art Knochenbrecher ist? Chance, den gegnerischen Angriff zu schwächen. Ah, sehr gut. Dann habe ich ja genau... Ohne es zu wissen, habe ich den richtigen ausgewählt. So, wir haben zwei Bauleute, einen Jäger, eine Wache. Und er bringt jetzt auch den erlegten Wolf hier hoch. Somit müssten wir einen Fell dazu bekommen. Da, jetzt sind die Pfeile da. Wunderbar. Okay. Dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen. Also ich habe bis Tag 11 so im Zeitraffer gespielt. What? Grasser? Irgendwie Fantasiesprache. Was? Ich weiß nicht, was er sagt. Ein bisschen Englisch. Okay, sie reden auf jeden Fall. So, jetzt schläft die Wache. Und das Haus wird gebaut, deswegen setze ich schon mal gleich die nächste Hütte. Na komm, jetzt auch die Hütte ab. Oder müssen wir einen Platz lassen? Wir lassen mal einen Platz. Safety first, dann könnt ihr dazwischen durchgehen. So, das ist unser Jäger, oder? Der kann nichts jagen, weil er nichts in der Nähe ist. Ich würde sagen, ich ziehe den mal ab. Dann kann er nämlich mithelfen, zu bauen. Ah, guck mal hier. Jetzt haben wir einen neuen Bewohner. Vigo. Das sieht nach einem netten Dorf aus. Ich werde für Essen arbeiten. Du bist herzlich willkommen, Vigo. Was kann denn Vigo? Kann sie eventuell unsere Jägerin werden und ist da besser geeignet? Vigo. Die trifft auch super. Dann würde ich die jetzt als Jägerin einsetzen, wenn hier was zum Jagen ist. Im Moment lasse ich sie mal mitbauen, dann geht es am schnellsten. Und wir bauen noch eine Hütte. Machen wir wieder einen Abstand. Achso, wir müssen die Hütten auch zuteilen. Ich mache mal Pause. Also. Hier schläft Zero und Azok. Hier Zark und Vigo. In der dritten kommt dann der nächste Bewohner hinzu. Wir haben jetzt 6 Plätze. Man kann die später auch ausbauen. Also man kann auch das Lagerfeuer dann hier über mehr aktualisieren. Das gibt es noch nicht. Man kann die auf jeden Fall aufwerten, die Gebäude. Weil man kann irgendwie nur bis zu 4 Gebäude bauen. So, die holen sich was zu essen. Er hält Wache. Und die pennen schön in der Hütte. Das ist sehr gut.
Ansonsten gibt es hier nicht viel. Später kann man hier noch Brücken bauen, um die anderen Bereiche reinzukommen. Oh oh. Bin mir nicht sicher, ob das so schlau war, ihn jetzt alleine da als Wache halten zu lassen. Man kann auch mehrere einsetzen. Da kommt ein Wolf. Okay, alles klar, hat gelangt. Hast du super gemacht, hast uns verteidigt. Weil später werden es noch mehr, es kommen dann zwei oder drei Wölfe, es kommt so ein fieses Ding aus dem Wald, ich glaube an Tag 10 war das. Da kam so ein Monster mit langen Armen aus dem Wald, also und hat das Dorf hier angegriffen. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt erstmal die Hütten fertig haben, dann kann auch Einwohner hinzukommen, aber die können alle schön in der Hütte pennen und er kann sich auch ausruhen, wenn er seine Nachtwache zu Ende hat. Und dann können wir auch die Holzfällerhütte bauen. Geht das mit dem Holzsammeln ein bisschen schneller. Und die Holzfällerhütte setze ich hier so mitten rein, würde ich sagen. Oder? Das ist eigentlich Schnuppe. Ich setze mal hier rein. So, jetzt bauen die das erstmal fertig. Ah, wir können den Jäger wieder zuteilen. Ich will da trotzdem abwarten, dass das hier sich erledigt hat, dass das Haus gebaut ist. Somit haben wir die Arbeitskraft. Zack. Und jetzt können wir einen Jäger nochmal zuteilen. Nehmen wir Vigo, hat mir ja gesagt. Und hier die Hütte weisen wir Surta zu. Dann kann er seine... Freut sich. Geht ins Hütchen und pennt. Ja, man kann später anscheinend noch zwischen den Inseln hin und her reisen. Man sieht auf jeden Fall auf den Screenshots auf Steam, sieht man noch mehrere Inseln. Und wie gesagt, auch zwischen diesen Abschnitten hin und her. Aber ich bin mir halt unsicher, ob ich das hier in dem Angezockt so zeigen kann. Aber für einen kleinen Ersteindruck sollte das ja auch erstmal reichen. So, ich glaube, wenn wir die Holzfällerhütte haben, gibt es auch neue Bauoptionen. Wie zum Beispiel den Angler, der hier in dem See angeln kann. So, jetzt müssen wir hier einen Holzfäller zuweisen. Ich nehme Zero. Ja, jetzt haben wir neue Sachen. Hier gibt es zum Beispiel einen Angelsteg und eine Zimmermannsschule. Können wir Werkzeuge und Waffen herstellen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, dass wir erstmal die Zimmermanns... Warte mal ganz kurz. Ich habe so ein bisschen Bedenken. Wir sollten noch jemand als Wache einteilen. Agilität. Ich nehme mal kurz ihn. Der kommt dann aus seiner Hütte raus. Nicht, dass jetzt zwei kommen. Ja. Genau. Hast du sehr gut gemacht. So, jetzt ziehe ich den wieder ab. Dann kann der im Bett pennen. Und er kann die Wache halten. Oh, der blutet aber gut aus hier. So, mit dem Angelsteg kriegen wir Essen. Und hier kriegen wir neue Waffen. Es könnte sein, dass das smartere Move wäre, diese Zimmermannswerkstatt herzustellen. Und die setze ich hier oben rein. An die Ecke. Weil dann können wir nämlich Waffen herstellen. Und ich denke, das ist dann für die Nachtverteidigung auf jeden Fall gut, weil die Monster, die da kommen, sind nicht ohne. Und die hauen einem schnell mal die Rübe vom Kopf. Zumindest war das immer im Probespiel so. Das reicht. Wie viel haben wir denn jetzt hier mithelfen können? Okay, wir brauchen eine Menge Holz. Ah, da ist irgendein Event. Wir gingen durch die Wälder. Im Dorf Schutz suchen. Yo, du bist herzlich willkommen. Da kommt noch jemand, oder? Den kenne ich auch nicht. Was machst du bei uns? Jetzt sind wir 7? Hä? Ist der automatisch hinzugekommen?
Der, was ist mit dir los? Was hat er denn? Gegenstand in der Hand? Kann man nichts machen? Hängt der hier fest am Arm? Ja, der gehört dazu. Wenn ich den jetzt mal als Jäger einsetze. Ah, jetzt hat er sich was zu essen geholt. Anscheinend hat er hier an der Hand, an der Kante hängen geblieben. Oder ist an der Kante hängen geblieben. Um einen ganzen Satz zu bilden. Dann darfst du heute Nacht mit verteidigen. Serf. Du bist ja auch stark, habe ich gehört. Bitte fletze mich nicht. Okay, hat sie es überlebt? Ja, sie hat es überlebt. Um Gottes Willen. Ich habe ihr kein Bett zugewiesen. Deswegen hat sie am Feuer gepennt und muss jetzt im Wald flüchten. Das habt ihr jetzt gerade da gesehen. Die ist nämlich hier kurz versucht. Hat kurz versucht, da oben noch rauszukommen. Okay, dann bauen wir noch eine Hütte. Wenn es hier oben schon zu Problemen führt, setze ich es. Ich setze hier unten hin. Wir machen das jetzt einfach so. Wir können später noch Wege bauen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, dass das hier fertig wird. Und ich lasse ihn mal schon mal schlafen. Dem geht es nämlich nicht ganz so gut. So, gleich ist Tag. Sehr schön. Er pennt jetzt am Feuer. Was soll er jetzt machen? Wir nehmen jetzt Surta. Ne, wo ist denn die Hütte von dem Vigo? Und wir sind 7. Einer pennt draußen, das ist unsere Wache. War das Rain? Dann brennt Rain hier nicht. Und Seaf pennt hier. Dann kann er nämlich seine Wache. Ich darf drin schlafen. Wie sie sich freuen. So, sie hat auch irgendetwas. Ich bin ein Pilger. Semi. Aus dem fernöstlichen Land Itor. Kannst du mir etwas zu essen geben? 5 Nahrung. Die habe ich nicht. Kann ich auch nur ignorieren. Die warten dann so lange, bis die Nacht wieder kommt am Feuer. Und da wir jetzt nichts haben und sich das auch nicht ändern wird, wird das ein bisschen schwierig, ihr da Essen zu liefern. Wir haben nämlich kein Essen. Sie hat ein bisschen was gejagt. Hier ist einmal Essen drin, das brauchen wir aber für unsere eigenen Leute. Ich glaube, mehr als 8 werde ich auch nicht annehmen. Das hat nicht. Das hat irgendwie keinen Wert. So, mal gucken, ob die die Hütte fertigstellen können vor der Nacht. Ne, das sieht nicht so aus. Ne, ist gleich Nacht, aber die Hütte ist noch nicht fertig. Da müssen die am Feuer pennen. So, einmal Pause und eine neue Wache einstellen. Du darfst die Wache mit uns verbringen. Und als nächstes brauchen wir auf jeden Fall. Hier unten blinkt schon. Brauchen wir was zum Angeln. Wir haben auch Wege, können wir jetzt bauen. Da oben, dann laufen die ein bisschen schneller hier zwischen den Punkten hin und her. Und da oben der Zimmermann. Oh, hier knurrt's. Kann auch entsprechend Speere und Wagen herstellen, mit denen sie sich schneller bewegen können. Wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr, wir können so einen Wagen herstellen oder Speere. Ich denke, für kontinuierlich. Da kommen sie zu zweit. Ja, easy. Sehr gut. Also wäre schon ganz schön, wenn wir die Spieße bzw. die Speere herstellen könnten. Dann bin ich ein bisschen sicherer in der Nacht. Wegen der Verteidigung. Also die Sounds und die Animationen so. Ich erinnere mich irgendwie an Monty Python. Aber ich finde es ganz gut. Also bis jetzt macht es guten Eindruck. Es spielt sich halt unheimlich langsam. Vielleicht bin ich einfach auch ein ungeduldiger Typ. Aber es spielt sich sehr gemächlich. So, ihn mit dem Bart können wir eigentlich mal pennen lassen, oder? Hat der ein Hüttchen? Haben wir noch irgendwie einen Platz? Ah ja, da ist jetzt das Reingang, genau. Mit dem Kinnbart meinte ich. So, wir haben ja 7 Personen, also langt das nicht ganz. Ach, er schläft hier normalerweise. Alles klar. Dann lasse ich ihn auch mal da drin, dann kann er sich nämlich ausruhen.
Jetzt warte ich, bis die Hütte hier fertig gebaut ist und dann werden wir hier, das können wir schon mal anlegen, den Angelsteg hinsetzen. Damit wir hier mehr zu essen kriegen, weil im Moment haben wir ganz schön wenig zu essen. So, schleunigen wir das Ganze mal wieder. So, ein neuer Morgen. Er geht schlafen. Die bauen die Hütte fertig. Da haben wir was zu essen, aber nicht viel. So, jetzt können wir hier zuweisen. Und Rain ist die einzige, die da im Moment drin schläft. Weil wir nur 7 Personen sind. Haben wir das schon mit dem Upgrade? Sieht man das schon? Nee. Bisher noch nicht. Ich denke mal, wenn wahrscheinlich der Steg hier gebaut worden ist. Hier können wir mal jemanden zuweisen, oder? Komm, jetzt setzen wir hier eine Person drauf. Zimmermann. Ich habe keine Ahnung, wer das machen soll. Er sieht aus wie ein Fischer, oder? Also für mich sieht das aus wie jemand, der ein Netz auswirft. Seaf ist ja eigentlich Wache. Ich sage jetzt trotzdem mal, Spieße herstellen. 3. So, und Fischer wird Azog. Leider gibt es hier keine Angelanimation. Er macht irgendwas. Aber er bringt auf jeden Fall dein Essen ran. So, jetzt haben wir keine zweite Wache. Wir müssen eine zweite Wache einstellen. Ich nehme den Surta wieder, weil der hat diesen Special Move. Mal abwarten, wer jetzt kommt in der Nacht. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh, Spinnen. Okay, Spinnen. Na, Wahnsinn. Okay, pass auf. Dann ziehen wir ihn jetzt ab. Dann kann er nämlich schon mal pennen. Da kommt jetzt eh nichts mehr. Jede Nacht kommt nur eine Angriffswelle. Er tropft ein bisschen vor sich hin. Ja, ich weiß, hier haben wir noch einen frei, aber ich habe ja keinen, ne? Ja. Ja, das sind halt jetzt so Längen, wo ich mir halt denke, ja, okay, wenn man selber spielt, wartet man das einfach ab. Vielleicht passiert auch später in der Nacht noch mehr als immer ein Angriff, aber ich meine, wenn man überlegt, dass das Spiel hier auf Fast Forward läuft. Was ist mit ihm? Ist nicht unsere Wache? Ihm fehlt irgendetwas. Nahrung anscheinend. Okay, ja, gut. Nahrung fehlt uns allen, ne? Jetzt könnt ihr euch was holen. Er bringt einen Fisch hin. Und noch einen Fisch. Ah ja, hier, sowas gibt's auch. Level up. Unser Holzfäller. Ich sage auf Stärke. Macht er irgendwas? Oh, das braucht aber auch langsam. Das braucht auch langsam. Das geht aber auch langsam. Hier so einen Spieß herstellen. Okay. Was können wir noch bauen? Wir können Vorratswege bauen, noch ein Holzfällerlager. Ich glaube, Holz ist das wenig. 17 Holz haben wir ja, ne. Wir können aber Wege anfangen zu ziehen. Und zwar von dort. Bis hier. Und dann vielleicht noch einen Weg hier so rüber. Habe ich irgendwo anders hingeklickt? Vom Fischer. Muss ziehen. Da habe ich wieder die Hütte angelegt. Schwierig. Nochmal Stückchen für Stückchen. So. Und den Weg hier rüber schafft er schon einigermaßen schnell.
gleich schon wieder Nacht. Haben wir denn wenigstens einen Spieß fertig? Nicht einen. Mist. Aber Essen haben wir zumindest. Wir hören aber auch konsequent auf, ne? Mit dem Bauen, meine ich. So, eine Wache. Nehmen wir jetzt mal Rain. Schade, dass kein Speer fertig geworden ist. Er ist echt kurz davor. Ich lasse nicht dieses Riesenvieh kommen. Wo ist es? Okay. Sehr schön. Good job. Habt ihr gut gemacht. So, der hat auch ein Level up. Das ist der Weg. Hier werden wir jetzt ein Stück laufen lassen. Anscheinend komme ich da mit dem Weg in Kollision. So. Jetzt. Du hast Stärke und Beweglichkeit. Du kriegst von mir wieder Stärke. Du hast nämlich hier, du bist eine Kämpfernatur. Mit den gekreuzten Knochen. So, Tag 7, Blutmond. Das war ein anderes Spiel. So, jetzt müssen wir halt wieder warten, ne? Für so einen angezockt. Ich denke, wenn man später spielt, ist das nochmal eine andere Nummer. Können natürlich jetzt einen Cut machen, aber ich denke mal, es langt ja als Ersteindruck für euch, um das Spiel so ein bisschen zu zeigen. Ihr bei Steam habt da noch ein paar Screenshots von vom Late Game anscheinend. Wir brauchen Ressourcen. Ja, wir brauchen zu essen, absolut. Da hat jemand ein Level up, aber ein Pilger. Gib mir 5 Nahrung. Ja, ich kann dich nur ignorieren, weil ich habe keine Nahrung. Er hat ein Level up. Du kriegst von mir auf Stärke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wichtig ist, dass wir uns hier noch verteidigen. Oh, der hat auch ein Level up. Intelligenz, Production Speed. Das ist gut, das ist unser Zimmermann. Dann werden wir das mal machen. Haben wir jetzt einen Speer fertig? Einer ist zur Verfügung. Und 2 sind in der Produktion. Okay, Moment. Wer ist unsere Wache? Der müsste ja pennen, derjenige. Warst du das? Surta? Jo. Und du kriegst einen Holzspeer. Immerhin. Und 5 Essen haben wir auch, das ist auch schon ganz gut. Haben wir denn noch was wir bauen können? Wir können ein Vorratslager bauen, aber ich weiß gar nicht, so viel Kram haben wir gar nicht, ne? Wir können noch ein bisschen hier einen Weg hinsetzen. Damit der da ein bisschen schneller läuft und eventuell hier zur Holzfällerin hin. Bauen fleißig. Soll ich dir 5 Nahrung geben? Komm, ich gebe dir 5 Nahrung, auch wenn ich wenig habe. Was hat er uns da gelassen? Irgendwas hat er uns da gelassen. Kommt mal da hin. Ah, er hat es weggenommen. Was war das? Hab ich nicht aufgepasst. So, 4 Nahrung haben wir. Ich hoffe, hier kommt noch was dazu, bevor die Nacht ansteht. Ist jetzt weg. So, der hat jetzt einen Speer. Das ist schon mal gut. Achso, warte mal. Ne, ich muss dem leider noch einen zuteilen. Kämpfe für einen Löwen ist Agilität. Nehmen wir jetzt Zack. Der hat zwar jetzt keinen Speer. Ich weiß nicht, ob der. Ne, wir haben keinen mehr. Ja, dann. Viel Glück.
Die Spinne kommt jetzt nicht. Also dieser komische Spinnenmonster da. So, zack. Du kannst wieder ins Bett gehen. Er kann auch ein bisschen Sachen hin und her transportieren. Also ein zweites Holzfällerlager sehe ich irgendwie nicht. Vielleicht muss man es bauen, damit... Zwei? Hast du noch eine Produktion? Vielleicht muss man es bauen, um hier in der Produktionskette weiterzukommen. Das weiß ich jetzt nicht. Können wir an dem Tag hier irgendwas machen? Ah, da sehen wir nur unsere Vorratshaltung, aber die sehen wir hier oben auch. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Ersteindruck von The Bonfire 2 Uncharted Shores. Wie gesagt, Preis schätze ich mal unter 10 Euro, weil der erste Teil auch so bei 6,59 Euro liegt. Ich finde es ganz witzig, muss ich sagen. Wir brauchen Resources. Ah ja, okay. Da ist noch ein kleiner Fehler. Gut, ich spiele jetzt hier eine frühe Version. Denk mal zum Release. Oh Gott, das ist aber auch was schief gegangen, ne? Die muss ich auf jeden Fall mal irgendwie heilen. Am Ende kriegt man nur Heilung durch Nahrung. Das ist eine gute Frage. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall noch genügend Essen erstmal. So, das war's mit dem Angezockt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Angezockt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.